Was machst du da? Was machst du da? Wer bist du? Ich bin Christian Specko am Wäsch aufhängen. Ich spiele übrigens bei AF, wenn du auf das ansprichst. AF, die Basler Band. Vielleicht ist das, was du meinst. Ja, das meine ich. Was hast du denn für eine Funktion? Ich bin dort Schlagzeuger. Und wie viele sind da? Wir sind zu dritt, drei Leute. Wir haben übrigens jetzt gerade einen kleinen Ausschnitt von eurem Video gesehen. Oh ja. Was wollen du mit dem aussagen? Ja, also das ist eigentlich unser grosser Wunsch, den wir uns erfüllt haben. Nämlich gegenseitig einander mal irgendwelche Nahrungsmittel können ins Gesicht zu drücken. Und ich habe schon lange davon geträumt, am Beat eine Packung Mehl über den Kopf zu leeren. Und das ist endlich in Erfüllung gegangen. Und das ist für uns ist wirklich ein Meilenstein in der Musikgeschichte. Also wir haben das wirklich nur wegen uns gemacht, das Video, um wirklich mal die internen Gelüste zu befriedigen. Wie ist es so, wenn man eine Schokidaten ins Gesicht gedruckt bekommt? Das ist ziemlich hässlich, das möchte ich nicht mehr wirklich erleben. Es ist lässig, anderen gewisse Sachen ins Gesicht zu drücken, aber selber die Sachen abzukriegen, das ist nicht wirklich toll. Das ist ziemlich wüst. Vor allem eine Schokidaten, die einem so schön im Ohr bleibt. Dann. Also. Was ist eigentlich für ein Feeling, ein Salatblatt aufzuhängen? Das ist ein Salatblatt. Ein Salatblatt! Ein Salatblatt! Jetzt vielleicht noch auf euren Musikstil zu sprechen zu kommen. Das ist eigentlich ganz alltäglich. Wie würdest du beschreiben? Wir sind einmal damals nach dem ersten Konzert als Zappa auf Speed beschrieben worden. Und das hat mich sehr geehrt, weil ich ja ein grosser Anhänger bin von Frank. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen eine Mischung aus zeitgenössischem Musikstil, aus nicht so zeitgenössischem Stil. Es hat Tango drin, es hat Polka drin, es hat alles drin, es hat Rock, es hat Pop, es hat Funk drin. So eine Mischung zwischen Primus und Zappa. Mr. Bungle vielleicht noch ein bisschen, also einfach schräge, aber dann auch wieder schöne Musik, die verschiedensten Stimmungen aufeinander folgen. Am 11. März habt ihr ja jetzt eure Plattentaufe in der Kuppel. Wieso darf man das Event nicht verpassen? Ja, das ist ganz einfach. Es wird ein sensationeller Oben. Es sind nicht nur wir, die spielen, es sind auch Jolk, die ihre Platten taufen. Es sind genau ganze drei CDs, die getauft werden. Wir haben zwei CDs und Jolk hat eine CD, die getauft wird. Und es wird drei Sets geben. Jolk wird das erste Set spielen, dann AF. Und im zweiten Set werden wir zusammen musikalisch etwas anbieten und das wird sensationell werden. Es wird bekannte Coverversion, ich will gar nicht zu viel verraten, es wird einfach... Muss man Angst haben, dass man nachher mit irgendwie Speisresten auf dem Kopf oder Joghurt oder Schokitaten im Gesicht von dem Konzert heimkommt? Natürlich, bei AF ist mit allem zu rechnen. Also lieber gerade von Anfang an mit Regenschutz und Schirm kommen? Ja, das sieht vielleicht dann nicht so toll aus, wenn das ganze Publikum in Regenschirm und... Aber ja, wer das will, also ich denke, es wird nicht so extrem werden, aber bei AF muss man mit allem rechnen. Okay, dann bis zum 11. März. Ja, bis dann. Man sieht sich. Ciao.